Hallo Freunde und herzlich willkommen, ich bin's Aubertin. Heute gibt's die Top 5 Rogue Decks für Sommer April 2021. Der Grund, warum ich diese Liste gemacht habe, ist, ich habe ja hier oben Meta-Breakdown gemacht, sowohl eine Zielliste als auch die Top 5 Meta-Decks. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch cool, wenn wir uns einmal die weniger bekannten Decks ein bisschen genauer angucken. Und dafür diese Liste heute. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit Platz Nummer 5. Ja, alter Geist, was soll ich dazu sagen? Es ist ein Deck, was sich in den letzten Jahren wirklich gar nicht verändert hat und es trotzdem noch toppen kann offensichtlich, denn bei der LCS hat alter Geist Platz Nummer 2 belegt, was ich ehrlich gesagt ziemlich überraschend fand, denn es ist natürlich kein schlechtes Deck, aber gegen das aktuelle Meta zu bestehen ist halt schon heftig, denn im Endeffekt endet alter Geist mit einem Bounce und einem Monster Negate, wenn möglich. Manchmal noch mit zwei Strikes oder sowas in der Richtung, aber eigentlich enden die mit einem Bounce und einem Monster Negate durch die eigene Fallenkarte, die die haben und vielleicht noch eine andere Fallenkarte. Das ist jetzt nicht so krass, wenn ihr First gegangen seid, wenn also so viele Go-Second-Karten existieren, die euch komplett töten können. Das Witzige ist halt, dass die Karten, die spielen können, wie Imperial Order, die Solemn-Karten, die einfach richtig gut sind, um den Gegner aufzuhalten. Und ich glaube, das hilft, um verschiedene Sachen zu orten, denn der Ruler macht gegen das Deck eher weniger. Das ist ein Ressourcendeck, das heißt, je länger das Spiel dauert, desto mehr Ressourcen bekommt das Deck. Und jetzt haben die wieder drei Multifaker logischerweise. Das ist also echt kein schlechtes Deck. Aber es ist sehr predictable, denn es hat sich im letzten Jahr wirklich halt null verändert. Das heißt, ihr wisst genau, was passiert. Deshalb ist Alter Geist auch nur auf Platz 5, denn es gibt keine großen Innovationen. Das Board, was es macht, ist halt nicht strong, aber es ist relativ konstant. Und snowballt quasi. Das heißt, wenn das einmal die Engine am Laufen hat, läuft das immer weiter. Heißt, wenn ihr das nicht früh genug stoppt, kann das böse für euch ausgehen und werdet ausresourced. Aber das ist halt eher selten der Fall. Deshalb ist der Platz 2 von der LCS, fetter Respekt dafür, aber so ein Outlier. Und ich habe das Gefühl, dass jedes Tier 3 Deck, was ich heute vorstellen werde, die Möglichkeit hat, auch so ein Event zu toppen. Einfach durch Glück oder gute Matchups, die ihr da gehabt habt. Denn ich glaube, dass der Altergeist-Spieler garantiert gegen einige Prankage-Spieler gespielt hat. Und Normal Summon Bounce gegen Prankage ist, wenn die Hand nicht ganz so geil ist, schon ziemlich stark. Deswegen Altergeist Platz Nummer 5. Ja, das Buster Bella Deck. Das ist schon ein ziemlich cooles Deck, muss ich sagen, von der Idee dahinter. Denn das spielt darauf aus, dass ihr Dragoon-Spezial beschwört über die Red Eyes Fusion. Und in der gegnerischen Runde mit der Fallenkarte und einem Drachen im Friedhof, den ihr logischerweise ja mit dem Red Eyes schon habt, das Fusionsmonster beschwören könnt, plus das Synchromonster, was ziemlich gut ist, denn das Synchromonster und das Fusionsmonster interagieren ganz schön miteinander, macht alles zu Drachen und negiert die Effekte von allen Drachenmonstern auf dem Spielfeld vom Gegner, was halt ziemlich gut ist. Und Dragoon hat halt den einen Negate für die anderen Karten, die halt keine Drachen mehr sind, also Spelltraps oder sowas. Das ist halt ziemlich stark und es ist halt auch wiederholbar, denn diese Engine mit dem Buster Blade, das können wir ja wirklich mehrfach machen, denn das spielen mehrfache Targets für. Es ist relativ konstant, bis auf die Bricks, die ihr im Deck spielen müsst, für die Engine zum Laufen zu kriegen. Das bedeutet, es ist ein Deck, was halt ein sehr hohes Ceiling hat, aber trotzdem anfällig ist. Denn wenn die Fallenkarte irgendwie gestoppt wird oder die Red Eyes Fusion geashed wird oder sowas in die Richtung, dann ist das Board halt deutlich schlechter. Das heißt, es ist mit relativ einfachen Mitteln ein Teil von der Engine aufzuhalten. Deshalb ist es auch nur ein T3-Deck, aber es ist trotzdem hella scary, einen Dragoon zu facen und die Fusion und das Synchromonster. Weil das halt nicht ganz so einfach zu ordnen ist, es sei denn halt, ihr spielt Droplet oder sowas in der Richtung, dann ist es nicht ganz so schwierig, aber es ist halt ein richtig, richtig starkes Deck. Erdmaschine. Was soll ich dazu sagen? Ich bin ja Train-Spieler, ich mag das Deck. Die Erdmaschine-Variante ist die mit den Infinidrax, mit Citadel, mit der Fallencard Overdrive, die halt richtig stark ist. Sachen recyceln, der Tunneler, der zwei Karten ziehen kann, der Infinitrack Harvester, der auf Normal Summon was anderes suchen kann, der Dozer, der aus dem Deck specialt, die Extra Monster, es gibt so viele coole Karten in dem Deck und natürlich die Ancient Gearbox, die halt weirderweise ziemlich gut ist in dem Deck, weil die einfach die Infinitrack suchen kann über das Linkmonster, was ziemlich gut ist. Das Beste an dem Deck ist halt, das Ressourcenplay ist halt extrem gut, denn ihr könnt immer wieder dieselben Kombos machen. Ihr baut dafür nur die Fallenkarte, Tunneler, also zwei Karten ziehen. Dass ihr die Karten nicht seht, ist halt sehr unwahrscheinlich, deswegen ist das Deck auch so strong, weil es immer wieder dieselben Plays macht und es keine wirklichen krassen Interaktionspunkte gibt, wo ihr sagen könnt, okay, wenn du das aufhältst, ist das Deck tot. Natürlich ist der Dozer halt ein krasser Punkt, um das aufzuhalten, aber selbst dann kann man normalerweise auch weiterspielen oder zumindest auf der Fallenkarte enden, die halt dann Citadel aus dem Deck specialen kann und die ist halt immer noch eine Regie in eurem Spielzug.
was halt immer noch ziemlich gut ist. Also Citadel ist halt eine richtig gute Karte und Overdrive ist halt unglaublich gut. Definitiv eine richtig, richtig starke Karte. Und das Deck an sich halt super konstant. Es gibt halt 3 Searcher-Karten für die Infinitracks, 3 für die Maschina-Karten. Und die Maschina-Karten kann die Infinitrack suchen und das über eine Spezialbeschwörung oder selbst über eine Normal kriegt ihr das halt raus, dass ihr die anderen Karten als Spezialbeschwören könnt. Das ist halt schon ziemlich strong, ne? Auf jeden Fall verdienter Platz Nummer 3 für dieses Deck. Das Guru-Deck. Dieses Deck ist halt unglaublich stark. Es hat eine ähnliche Prämisse wie das Busterblader-Deck, nur mit einem etwas anderen Ziel. Denn Raiders Fusion sagt ja, ihr dürft nicht normal oder spezialbeschwören im Spielzug, indem ihr den Effekt benutzt habt. Setzen ist ja keine Beschwörung und dieses Deck spielt genau auf diese eine Interaktion an, dass Setzen keine Beschwörung ist. Das heißt, Guru Setzen ist halt keine Beschwörung und den Effekt zu benutzen von Hidden City, den Guru zu flippen und sich eine Fiendes zu suchen, ist halt auch keine Beschwörung. Das heißt, ihr kriegt quasi mit Dragoon und Fiendes 2 Negates und habt noch 3 andere Karten, mit denen ihr spielen könnt. Denn ihr braucht theoretisch schon 2 Karten. Die Red Eyes Fusion und die Hidden City oder halt ein Guru, alles in die Richtung. Hidden City wäre natürlich besser. Und das ist halt ziemlich stark und das Deck ist halt auch ziemlich gut. Es gibt halt extrem viele coole Fallenkarten von dem Themendeck, die themeneigene Karte, die 4 Effekte hat, die einfach insane sind. Und ja, das Deck ist einfach richtig, richtig stark. Ist natürlich ein Grund, warum es jetzt T3 ist und nicht T2 oder T1. Es lässt sich halt relativ simpel stoppen, aber nicht von allen Decks. Denn Dragoon plus halt ein Phoenix Negate ist halt schon ziemlich stark. Aber natürlich ist ein Kaiju oder Droplet meistens genug. Ihr werdet sehen, dass Droplet eine Karte ist, die so ziemlich alle Karten outet, die so im Meta aktuell rumrennen. Das heißt, Droplet ist eine richtig starke Karte. Da auf jeden Fall Shoutouts an Droplet. Ja, ich denke mal, was sagt ihr zu dem Deck? Wie findet ihr das? Lasst mir mal in den Kommentaren da, was ihr von dem Deck haltet. Ich finde, es ist ein sehr starkes Deck. Ich persönlich mag Guru nicht besonders als Deck-Thema, weil es halt die ganzen Floodgates spielt. Ich glaube, das mögen viele Spieler nicht. Und dann haben wir natürlich das beste Rogue-Deck für dieses Format. Natürlich ist es Unchained. Unchained ist ein richtig, richtig gutes Deck. Der Grund, warum Unchained so gut ist, ist, die Effekte von den Fallenkarten und den Monstereffekten sind exakt die gleiche. Auf Zerstörung, Special ein vom Deck. Das ist halt ein unglaublich guter Effekt. Natürlich sind die Monster jetzt nicht krass, die müssen irgendwas zerstören und irgendwas zu triggern. Aber die können ja auch andere Monster wählen und andere Zauber- und Fallenkarten wählen, um was zu machen. Und dann können die quasi das immer wieder machen. Und die haben eine eigene Sucherkarte, was das Deck halt wirklich relativ konstant macht. Die Extra-Monster sind unglaublich gut. Denn die können generisch einfach eins von dir targeten. Und dann damit selber linken. Das macht es halt richtig strong. Und die haben den Effekt, wenn die zerstört werden, dass sie was vom Friedhof adden können. Das ist halt insgesamt ziemlich gut. Aber der Grund, warum dieses Deck so unglaublich gut ist, ist, weil das Karten spielen kann, die andere Decks nicht so gut spielen können. Ich nehme jetzt mal als Beispiel einfach mal den Dimension Shifter. Die ist nämlich in diesem Deck legit richtig gut. Weil die euch selber kaum behindert. Denn die Karten, die zerstört werden, müssen nicht auf den Friedhof gehen. Die müssen einfach nur zerstört werden. Das heißt, es ist egal, wie das passiert. Wenn die zerstört werden, könnt ihr den Effekt triggern. Und dann können die auf einem relativ soliden Board enden mit 2 Sets, meistens 2, manchmal auch 3, plus einem Link-Monster, was ziemlich gut ist, manchmal sogar auf den 2 normalen Monstern, weil die ja sagen, okay, wegen Shadow Fusion ändere ich nicht auf den Link-Monster, sondern auf den 2 normalen Monstern. Und das kann manchmal schon reichen. Und ihr könnt halt im Deck so viele Shenanigans machen, ihr könnt theoretisch halt Dogmatiker Engine spielen, was ich nicht empfehlen würde, aber wäre auf jeden Fall möglich. Und ihr könnt da wirklich auch viele Handtraps spielen in dem Deck, viele Konstanzkarten, die möglich sind. Prosperity zum Beispiel ist eine gute Karte für das Deck, weil das halt im Ex-Deck halt nicht wirklich viel braucht. Das braucht halt ihre eigenen Link-Monster oder vielleicht ein paar Targets für das Link-Beschwören mit dem eigenen Monster und mit generischen Monstern. Aber da ist halt nicht so krass viel nötig für das Deck. Und ihr könnt halt natürlich mit den Karten Access-Code machen, mit dem Link 3 und einem vom Gegner und dann könnt ihr ein Monster wegnehmen. Access-Code machen und dann boom, boom, boom schießen. Und das finde ich schon ziemlich stark. Er sollte aber auch schon zu den Top 5 Rogue-Decks fürs April 2021 Format gewesen sein. Wenn ihr noch weitere Picks habt für das Format, schreibt es in die Kommentare. Ich kann natürlich nicht alle aufführen. Ich habe natürlich mal ein Tierlist gemacht, wo ihr nochmal nachgucken könnt, wie ich so die Decks einordne. Die heutigen Decks waren eher so Tier 3. Ich habe über die irrelevanten Decks nicht wirklich gesprochen, weil ich finde, die verdienen es für dem Format auch an, nicht darüber gesprochen zu werden, weil sie halt nicht so krass im Format vertreten sind. Für solche Decks hier lohnt sich auf jeden Fall mal kurz darüber zu sprechen, damit ihr wisst, was kommt denn da auf mich zu, wenn ich gegen so ein Deck mal antreten sollte. Dann lasst auf jeden Fall zum Ende hin nochmal dem Video ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao Leute.